OE24TV präsentiert Reinhold Lopatka gegen Peter Pilz im großen TV-Duell bei Wolfgang Fellner. Ja, guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher von OE24TV und besonders willkommen die vielen User und Userinnen, die per Livestream dabei sind heute Abend. Heute bei uns im Studio die zwei vielleicht polarisierendsten, auf jeden Fall teilweise, zumindest zeitweise wortgewaltigsten Politiker Österreichs. Zu meiner Linken der Peter Pilz, bekannt aus mittlerweile 30 Jahren Karriere bei den Grünen. Wir beide kennen uns lange, hatten eine kurze Zeit ein etwas getrübtes Verhältnis, weil ich Ihnen unterstellt habe, dass Sie in einer Gemeindebauwohnung irgendwie halb illegal wohnen. Sie haben vor Gericht fulminant gewonnen. Ich darf mich also noch einmal entschuldigen. Und das sagen, diese Runde ging voll an Peter Pilz. Das wird zur Kenntnis genommen. Ging voll an Peter Pilz und ich freue mich, dass er da ist. Einer, der ja auch als bisschen Neupositionierer, manchmal auch interner Kritiker der Grünen gilt, in letzter Zeit etwas still gewesen. Insofern besonders froh, dass Sie sich da heute noch kurz vor der Wahl einmal zu Wort melden. Und zu meiner Rechten, der derzeit meist diskutierte Politiker in Österreich, freue mich, dass Sie da sind, aber eigentlich gar nicht gerechnet, dass Sie kommen oder kommen dürfen, muss man fast sagen. Aber ich weiß ja natürlich, Sie sind sozusagen Ihr eigener Herr. Deshalb herzlichen Dank fürs Kommen. Reinhold Lopatka, Clubobmann der ÖVP, aufgefallen durch ein sehr mutiges oder aufsehenerregendes Interview vor ein paar Tagen, in dem Sie eine Wahlempfehlung für Norbert Hofer abgegeben haben, dann Riesenwirbel, der Parteiobmann, der ja der Kämpfer an Ihrer Seite immer war und wohl auch in Zukunft noch eine Zeit lang sein wird, hat sie der Illoyalität geziehen. Sie mussten angeblich zur Kopfwäsche. Und jetzt weiß ich nicht, dürfen Sie noch was sagen zum Thema Präsident heute Abend? Oder sind Sie ja mit einem Teilmaulkorb ausgestattet? Das heißt, Sie dürfen was sagen. Ja, sonst wäre ich nicht gekommen. Genau. Also danke vielmals fürs Kommen. Ich freue mich ganz besonders, weil Sie ja in der Positionierung besonders spannender Politiker sind. Wie soll man denn diese Wortmeldung von Ihnen verstehen? Gerne. War das ein bisschen ein Gleichgewicht, weil sich so viele in der ÖVP für Van der Bellen gemeldet haben und eigentlich die ÖVP ja gesagt hat, sie sagt nichts? Mhm. Oder war es ein Tipp, den Sie da abgegeben haben? Oder wie muss man das bewerten? Sie sind schon in die richtige Richtung jetzt unterwegs gewesen. Erster Punkt und das vorweg. Ich halte beide Kandidaten für geeignet. Wer immer am Sonntag gewählt wird, der sollte von allen in Österreich, aber auch im Ausland entsprechend aufgenommen werden. Nämlich als einer, der von den Österreicherinnen und Österreichern in die höchste Funktion, die es in unserer Demokratie gibt, durch Wähler und Wählerinnen dann gebracht worden ist. Der zweite Punkt, ich habe kein Interview gegeben, sondern ich habe eine schriftliche Stellungnahme einer Zeitung zukommen lassen, wo ich ganz klar festgehalten habe, warum ich glaube, dass Hofer jetzt der Favorit ist. Und ich habe das begründet. Van der Bellen hat vor allem sehr gut in Wien abgeschnitten. In Wien haben wir ja momentan den Konflikt innerhalb der SPÖ. Das motiviert die eigenen Funktionäre natürlich nicht, hier im Wahlkampf aktiv zu werden. Und wir haben ein Thema, ob zu Recht oder zu Unrecht, das die Innenpolitik in den letzten Wochen sehr beschäftigt. Das ist die Mindestsicherung. Und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben hier ein System zu finanzieren, das ein kostspieliges ist. Nicht nur in Wien. Das werden wir dann ja noch ausführlich reden. Ja? Und das, glaube ich, diese beiden Punkte schaden Van der Bellen. Auf der anderen Seite ist das Flüchtlingsthema eines, das den Menschen große Sorgen bereitet. Vor diesem Hintergrund sehe ich Norbert Hofer als Favoriten. Und das Zweite, meine persönliche Präferenz, damit ich das nicht verschweige, meine persönliche Präferenz geht auch Richtung Norbert Hofer. Das ist ja die Frage. Haben Sie gesagt, er ist der bessere Kandidat oder haben Sie gesagt, er wird gewinnen? Das ist ja der semantische Unterschied. Genau. Ich habe gesagt, er ist der Favorit. Ich sage Ihnen aber jetzt, er hat meine Präferenz. Ihre persönliche Präferenz? Meine persönliche Präferenz. Ich bin sehr froh darüber. Ich bin sehr froh, weil
Wir brauchen wahrscheinlich in dieser schwierigen... Du sagst jetzt aber nicht, dass der Herr Hofer auch noch deine Präferenz hat. Nein, aber in dieser schwierigen Phase und heiklen Phase des Wahlkampfs sind ja nur mehr wenige Tage, sind wir auch auf Geheimwaffen wie Reinhold Lobatka angewiesen. Ich bin da eigentlich sehr froh drüber, weil bis jetzt war das so ein Versteckspiel. Da ist so von der FPÖ getan worden, ja, der Hofer, der kandidiert ganz allein und Gott, die FPÖ dahinter und so weiter. Und jetzt sehen wir, dass das Architektenteam von Schwarz-Blau wieder dahinter steht. Es geht nicht um Norbert Hofer als Person. Es geht darum, dass das schwarz-blaue Establishment ein zweites Mal an die Macht will und das missglückte Experiment von 2000 bis 2006 um jeden Preis wiederholen will. Bis jetzt hat sich die ÖVP und dieser Flügel der ÖVP sehr zurückgehalten. Und ich kenne Reinhold Lobatka als einen der wenigen wirklich sehr offenen und ehrlichen Politiker dieses Flügels. Er hat seine Karten auf den Tisch gelegt. Und es ist wichtig, dass die Menschen wissen, da geht es nicht nur um Norbert Hofer, sondern geht es bereits um die Kanzlerschaft Strache und Vizekanzler Kurz. Und da geht es darum, dass wir... umgekehrt sind. Ich glaube eher, die ÖVP wird wahrscheinlich so schwach sein, dass sie gerade der Vizekanzler ausgeht. Aber das ist das Problem Lobatka und nicht das Problem Pilz. Aber ich empfehle, weiterzudenken. Wer wird in dieser blau-schwarzen Koalition dann die Bank sein, die gleiche Rolle wie Hypo Alpe Adria spielt? Wer wird dann das Eurofighter-Projekt der zweiten blau-schwarzen Koalition sein? Welches Bundesland wird Strache Kurz nach Kärnten als nächstes ruinieren? Und das sollen sich alle überlegen, die noch immer gewillt sind, dem Türöffner Hofer für Strache Kurz da den Schlüssel muss zu geben. Muss ich Ihnen kurz eine Replik einräumen, nochmal, bevor ich zum Thema Van der Bellen komme? Ja? Danke. Erstens einmal, wer in Zukunft in der Regierung sein wird, das werden die Wählerinnen und Wähler am nächsten Wahltag festlegen. Und ich sage Ihnen, für mich gibt es hier immer die Präferenz für jene Partei, mit der wir am meisten umsetzen können. Das muss nicht die FPÖ sein. Das Entscheidende ist, dass die ÖVP bei der nächsten Wahl gestärkt hervorgeht, in einer Position ist, dass man mit der ÖVP reden muss bei einer Regierungsbildung. Und wer dann mit uns das, was uns wichtig ist, umsetzt, der kommt für mich als Partner in Frage. Da schließe ich die FPÖ nicht aus. Aber ich schließe auch die Grünen nicht aus. Und übrigens, damit dieses Schreckgespenst hier immer auftaucht. Die ÖVP regiert in Vorarlberg, in Tirol, in Salzburg mit den Grünen. Die ÖVP ist mit den Grünen gemeinsam in Kärnten in der Landesregierung. Also wenn Sie schon eine Präferenz der ÖVP hier ablesen, und die Länder sind nicht unbedeutend, und die absolute Mehrheit hat nur mehr Erwin Bröll, was mir die liebste Regierungsform natürlich ist, die Erwin Bröll hat, aber in den anderen Ländern, wo wir Partner brauchen, ist der Partner Nummer eins nicht die SPÖ. Bitte, das sind die Grünen für die ÖVP. Das wird ihr immer vergessen. Ja, und das ist ja das Gute, dass es diesen Flügel in der ÖVP gibt. Dass es einen Reformflügel in der ÖVP gibt. Aber dass Kollege es Bundesländer Bix, gibt. Es Bundesländer gibt, wo wir wirklich zeigen, wie man erfolgreich regieren kann. Dort stehen auch die führenden Persönlichkeiten der ÖVP, nicht nur auf Landesebene, auch die Bürgermeister. Dutzende Bürgermeister werden immer mehr stehen auf und sagen, selbstverständlich Van der Bellen. Erstens, weil wir gemeinsam gute Politik machen. Weil wir beim Thema Van der Bellen sind. Ja. Ja. Sie sind ja in diesem Wahlkampf bis jetzt überraschend still gewesen. Ja? Weil Sie sind ja eigentlich ein glühender Van der Bellen-Fan immer gewesen. Fast ein bisschen ein Schüler von ihm oder wie man das bezeichnen will, ohne je bei ihm studiert zu haben. Nein, ich habe bei ihm studiert. Also, umso ärger. Und aus dem heraus hat es mich gewundert, dass Sie nicht stärker wahlkampfmäßig für ihn aufgetreten sind. A, ist es Ihnen möglicherweise gar nicht erlaubt worden. Und B, stört es Sie nicht, wie stark sich der Van der Bellen jetzt bei der ÖVP anbietet? Das muss Ihnen ja ein bisschen wehtun eigentlich. Nein, er muss sich ja nicht anbieten, wenn diese Unterstützung kommt. Und zwar ohne jede Bedingung, weil einem möglichen Bundespräsidenten kann man auch keine Bedingungen stellen. Dann ist das gut und dann ist das auch ein Ausdruck von Respekt und Hochachtung von Teilen der ÖVP. Nicht von Lobatka, aber das ist nicht das Problem. Das Zweite ist, wir führen Wahlkampf auf der Straße in allen Themen, aber ich kann nicht nur Wahlkampf führen.
Wir werden dann später zurückkommen. Wir sind momentan in einer Situation, wo wir ganz heikle sicherheitspolitische Fragen zu lösen haben. Etwa der Versuch von Erdogan, die sehr friedliche türkische Gemeinschaft in Österreich für seine Politik zu missbrauchen. Und da versuche ich, Allianzen wieder über die Parteien hinaus aufzubauen. Aber noch wir werden auf Thema das zurückkommen. Van der Bellen. Morgen also um 7 in der Früh stehe ich bei der U-Bahn und werbe für Van der Bellen, egal wie kalt es ist. Es stört Sie nicht, dass er derzeit sich verstärkt in Richtung ÖVP und für Heimat und in Lederhosen positioniert. Das stört Sie nicht und das stört Sie nicht einmal, dass er vom Haselsteiner finanziert wird, den Sie ja eine Zeit lang ziemlich unter Beschuss hat. Erstens habe ich selbst eine wunderschöne Lederhose. Nur trage ich die nicht im Parlament. Ja. Als Obersteirer ist das nichts besonders Exotisches. Ja. Zweitens ist mir der Begriff Heimat sehr wichtig, weil das ist ein Begriff, mit dem Grüne sehr viel anfangen können, weil es darum geht, etwas zu schützen, was einem nahe ist. Das ist Heimat. Das ist ein sehr wichtiger, auch ökologischer Begriff, mit dem wir früher viel zu nachlässig umgegangen sind. Ich bin froh, dass das einmal sehr klar gemacht wird von Van der Bellen. Das Dritte, viele aus der ÖVP unterstützen uns. Na, selbstverständlich, das ist wie die gemeinsamen Regierungen, da hat Lobatka ja recht, da gibt es sachliche Gemeinsamkeiten. Und ein vernünftiger ÖVPler, dem die Zukunft der Republik am Herzen liegt, kann er nicht Hofer wählen. Und jetzt waren Sie ja ein sehr scharfer Haselsteiner-Kritiker. Ja, selbstverständlich. Da haben wir mal Geschichten gehabt. Da haben Sie da unter anderem, Sie und der Kogler, glaube ich, gemeinsam irgendwelche Korruptionsfälle in Ungarn oder so attackiert. Ja, und das haben wir da auch damals der Staatsanwaltschaft übergeben. Und da ist sehr lange ermittelt worden, diese Verfahren sind, ich möchte der Justiz überhaupt keine Zensur ausstellen, vor langer Zeit eingestellt worden. Jetzt hat sich der Unternehmer Haselsteiner entschieden, Van der Bellen zu unterstützen. Seine Argumente sind für mich nachvollziehbar und es ist auch alles transparent. Und das ist in Ordnung. Von Van der Bellen wird sich Haselsteiner niemals... Sein Argument ist, Hofer führt uns aus der EU heraus. Naja, das ist ja von der Freiheitlichen Partei nie besonders geheim gehalten worden. Da hat es sogar ein Volksbegehren in Richtung EU-Austritt der Freiheitlichen gegeben. Das ist so seltsam, wenn jetzt mitten im Fasching sich die Freiheitlichen als Europäer verkleiden. Ich hätte mir hier von Hofer und von Strache mehr Ehrlichkeit erwartet. Nur kann es ein plötzliches Erwachen geben. Stellen wir uns einmal vor, es gibt einen Bundespräsidenten Hofer. Und stellen wir uns vor, er macht seinen Satz wahr, Sie werden sich noch wundern. Wir werden uns alle wundern, wenn es dann plötzlich heißt, ja, wir haben es uns wieder überlegt, Öxit steht auf der Tagesordnung. Dann wird es gefährlich. Herr Lobatka, Sie würden ja wahrscheinlich nicht für jemanden votieren, von dem Sie ernsthaft annehmen, dass er Österreich aus der EU herausführen will, oder? Ah, absolut richtig, was Sie sagen. Also ich vertraue hier Hofer. Ich hatte mehrere persönliche Gespräche mit ihm. Er sagt, er denkt überhaupt nicht daran, aber er hat Kritik am momentanen System in der EU. Na, wer hat die Kritik nicht schon geäußert? Also ich weiß, weil schon die schwarz-blaue Koalition angesprochen worden ist, dass es damals im Regierungsprogramm kein Problem war, dem Programm eine Präambel voranzusetzen, wo ganz klar war, dass Europa ein Herzstück dieser Bundesregierung, so hat es damals Wolfgang Schüssel formuliert, dieser Bundesregierung war, nämlich der Schwarz-Blauen. Und diese Präambel gibt es im Übrigen jetzt im Burgenland, wo die Sozialdemokraten ja mit den Freiheitlichen eine Regierung bilden. Hofer kommt ja aus dem Burgenland. Er war ja mit ein Architekt dieser rot-blauen Koalition im Burgenland. Also Sie sagen, das Exit-Gespenst ist nicht real? Sie sagen, es ist ein Gespenst und wird ein Gespenst bleiben. Und sind Sie jetzt wirklich jemand, der Hofer inhaltlich gut findet? Oder sehen Sie ihn als das kleinere Übel? Auch hier ein klares Wort. Weder Hofer noch Van der Bellen ist ein Kandidat der ÖVP. Wir haben es leider nicht geschafft und ich hoffe, das passiert uns nie mehr, mit unserem Kandidaten in die Stichwahl zu kommen. Könnte man lange diskutieren, wie einer so staatstragenden und großen Partei wie der ÖVP das passieren kann, aber es ist passiert. Jetzt habe ich weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite einen ÖVP-Kandidaten. Dann sehen es viele von der ÖVP als eine Wahl quasi zwischen dem kleineren Übel an.
Wie ist denn das? Würden Sie auch sagen, ist es 50-50? Die Hälfte der ÖVP fehlt Van der Bellen, die andere Hälfte wählt Hofer? Wenn Soros stimmt vom letzten Mal, ich brauche da gar keine Meinungsumfragen, wir hatten ja schon das Ergebnis vor einigen Monaten und damals war es tatsächlich 50-50. Hier muss man noch unterscheiden. Bei mir, in meinem Wahlkreis, in der Oststeiermark, ist es viel stärker für Hofer. In meinem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld hat Hofer das letzte Mal 72% erreicht, in meiner Heimatgemeinde mehr als 80%. Also ländlicher Bereich ist der Bereich, wo Hofer sehr stark abschneidet. Städtischer Bereich, das ist aber auch die ÖVP viel schwächer, ist natürlich der Bereich, wo auch Van der Bellen das letzte Jetzt Mal klar vorne Jetzt sind Sie ja überzeugt offenbar davon, dass Hofer gewinnt. Ich gehe davon aus, ja. Mit 50-50 bei den ÖVP-Wählern hat es ja letztes Mal nachweislich nicht gereicht, genau. Weil da hat er verloren. Nein, ich glaub, also haben Sie als Gespür mit der ÖVP das Gefühl, dass hier sozusagen das Pendel schwingt und dass diesmal mehr als 50% der ÖVP-Wähler Hofer wählen? Nein, glauben Sie, ich glaube nicht, dass es die ÖVP-Wähler sind, um das ganz direkt zu sagen. Erstens einmal, wenn jemand, ich nicht, aber wenn jemand wettet, will er ja gewinnen. Und wenn ich mir die Wettquoten ansehe, dann war am Beginn hier Van der Bellen vorne. Und wenn ich heute wette, gewinne ich zwar beim Wetten bei Van der Bellen mehr, nämlich wenn ich 1 Euro einsetze, 2,50. Das ist gerade in der Zeitung, ja. Genau. Und, genau. Und da, also ich glaube ja mittlerweile den Wettbüros schon mehr als den Meinungsforschern, weil da könnte man beide anführen in beide Richtungen. Und der zweite Punkt ist ja, ich glaube, der größte Wahlhelfer für Hofer war der Bundeskanzler, indem er Strache und der FPÖ bescheinigt, dass es dieser Partei und Strache und somit auch Hofer um die Zukunft des Landes geht. Bis dorthin hat man ja gewarnt vor den Freiheitlichen. Peter Pilz tut es heute noch. Das macht Kern nicht mehr. Und ich sehe hier viele Sozialdemokraten, bei denen diese Flüchtlingsfrage eine ist, wo sie Sorgen haben, auch auf dem Weg zum Hofer. Und der Anteil der Sozialdemokraten, die Hofer wählen wird, der wird steigen. Davon bin also ich überzeugt. Also Sie persönlich glauben, es wird ein klarer Hofer-Sieg? Ich sage nicht ein klarer Hofer-Sieg. Aber ich gehe davon aus, dass Hofer am Sonntag als Erster hier durchs Ziel geht und wenn nicht am Sonntag, dass die Wahlkarten das dann nicht mehr aufholen können, was er am Sonntag an Vorsprung hat. Peter Pilz. Ich frage mich schon seit Wochen, was aus der ÖVP wird. Jetzt kriege ich die Antwort, ein Wettbüro. Okay, bitte. Das ist nicht mein Zugang zur Präsidentenwahl. Ich glaube, in den letzten Tagen kommt es darauf an, noch über wenige Fragen ernsthaft zu diskutieren, die für viele Menschen offen sind, nämlich was passiert, wenn der eine oder der andere gewählt wird. Ich kann keine Prognosen abgeben, weil wir eines wissen, es wird knapp werden. Und was passiert, wenn der Hofer gewählt wird? Wenn Hofer gewählt wird, er hat ja seine Ankündigungen relativ klar gemacht. Er spricht vieles dafür, dass er alle Macht seines Amtes ausreizt, um Strache möglichst schnell zum Bundeskanzler zu machen. Wir wissen, dass das verfassungsrechtlich geht. Wenn ein Präsident ernst und Schluss machen will mit dem Parlament, dann kann er das tun. Wenn Hofer seine Ankündigungen wahrmacht und ein gewähltes Parlament, in dem die FPÖ eine Minderheit stellt, eine große Minderheit, auflöst und damit die Demokratie in Österreich in eine wirklich gefährliche Situation bringt, dann kann es sein, dass das der Durchmarsch der Freiheitlichen Partei ist. Dass sie dazu ein paar... Das heißt, Sie meinen, wenn Hofer gewinnt, erzwingt er Neuwahlen? Da spricht sehr viel dafür. Er wird alles tun. Die Ankündigungen liegen ja am Tisch. Sie werden sich noch wundern. Das nehme ich ernst, wenn das Hofer als Kandidat sagt. Sie werden sich noch wundern. Ich will mich nicht wundern und dann feststellen, so, jetzt wird das Amt missbraucht, damit Strache möglichst schnell Bundeskanzler wird. Jetzt wird das Amt missbraucht, damit beide Seiten des Ballhausplatzes politisch in freiheitlichem Besitz sind. Jetzt wird das missbraucht, damit auch mit Hilfe von Lobatka, aber darum geht es gar nicht im Zentrum, die Freiheitliche Partei die Macht übernimmt. Und wissen Sie, was das für Europa heißt? Wenn von Moskau über Warschau, Budapest, Wien, möglicherweise bis Paris, rechte und rechtsnationalistische Regierungen die Europäische Union abwürgen, dann ist ja Exit nur eine kleine Folge dieser Geschichte. Und man muss ein bisschen in die Zukunft denken, weil es da eben nicht so wie früher
um die Wahl so eines Bundesnotars und eines netten Onkels geht, sondern da geht es um eine Weichenstellung. Und die Freiheitlichen haben das verstanden. Und Reinhold Lopatka, den ich lange kenne und als politischen Kopf auch seit langem schätze, der weiß, was er tut. Er ist einer der Weichensteller dieser Republik. Herr Lopatka, geht es um eine Weichenstellung? Nein. Geht es um eine Weichenstellung am Sonntag? Ist das eine Entscheidung für die Republik? Nein, ich glaube, da wird die Funktion des Bundespräsidenten, die ich nicht abwerten möchte, aber wirklich überbewertet. Da wird die Funktion des Bundespräsidenten überbewertet. Wir haben es ja gesehen, Klestil wollte nie. Das hat man wirklich gesehen seinerzeit, dass Schüssel diese Regierung bildet. Sie können sich noch erinnern, und ja. Peter Bild kann sich auch erinnern, sie ist gebildet worden. Und ich sage es Ihnen, wenn diese Regierung, und das ist ja auch mit meine Aufgabe, die Aufgaben erfüllt, die eine Bundesregierung zu erfüllen hat, dann hat Hofer überhaupt keine Chance, selbst wenn er will, dass er als Bundespräsident, kaum dass er angelobt ist, hier Richtung Neuwahlen unterwegs ist. Wenn Neuwahlen kommen, dann ist das nur unser Versagen, nämlich das Versagen dieser Bundesregierung. Und nicht, weil jetzt Hofer Bundespräsident wird. Diese Bundesregierung hat es in der Hand. Kern und Mitterlehner haben es in der Hand, dass wir bis 2018 arbeiten können. Hofer hat hier überhaupt keine Chance, wenn die Bundesregierung ordentlich arbeitet. Also das kann für irgendein Land gelten, aber das hat doch wohl mit Österreich sehr wenig zu tun. Wenn ich mir anschaue, Stabilität dieser Bundesregierung, das ist ja wohl eine der absurdesten Behauptungen, dass ein ÖVP-Politiker, der im Normalfall alles tut, damit die SPÖ stolpert und sich jetzt sogar seinen eigenen Parteichef vornimmt, dann sagt, mein Ziel ist die Stabilität dieser Bundesregierung. Kollege Lopatka, das stimmt doch nicht. Teile der ÖVP tun alles, um gemeinsam mit der FPÖ die Bundesregierung zu destabilisieren. Ich bin ja jetzt kein Anhänger von Bundeskanzler Kern, aber mit euch zu regieren unter diesen Voraussetzungen, das geht ja wirklich schon übers Menschenmögliche. Das war schon mal eine sehr, sehr spannende, teilweise ja auch fast kabarettistische Eröffnung. Danke für diese spannende erste Runde. Wir gehen in eine kurze Werbepause, kommen dann gleich wieder mit der Frage, gibt es Neuwahlen oder gibt es keine? Bis gleich. OI24 TV präsentiert Reinhold Lopatka gegen Peter Pilz im großen TV-Duell bei Wolfgang Fellner. Ja, willkommen zurück, liebe Zuseherinnen und Zuseher von OE24 TV bei einem sehr, sehr spannenden Duell wenige Tage vor der Präsidentenwahl. Zu meiner Linken Peter Pilz von den Grünen, zur Rechten Reinhold Lopatka, Clubobmann der ÖVP. Derzeit der meistdiskutierte Politiker in Österreich seit dem letzten Wochenende. Darf ich denn fragen, was ist denn da so vorgefallen zwischen Ihnen und dem Herrn Parteiobmann? Und was ist denn da, was war die sogenannte Kopfwäsche, die dann 1,5 Stunden gedauert hat? Ich habe am Freitag eine Stellungnahme abgegeben, die wir heute ohnehin hier schon besprochen haben. Sie jetzt noch einmal Wert darauf legen, dass Sie nicht gesagt haben, es ist der bessere Kandidat, sondern es ist der Kandidat, der gewinnen wird. So ist es. Ich habe einfach das beschrieben. Ja. Sage aber nicht, dass diese Stellungnahme nicht deutlich auch eine Präferenz zum Ausdruck gebracht hat. Ja. Weil ich einfach glaube, dass Van der Bellen in der viel schlechteren Ausgangsposition ist und Hofer in der besseren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt. Wir haben einen Parteibeschluss, dass niemand Empfehlungen abgeben soll. Ich glaube, es ist auch klug, die Wähler und Wählerinnen brauchen keine Empfehlungen. Da ist Ihr Parteichef der Kragen geplatzt. Und der hat ihn dann über eine Zeitung ausgerichtet, Illoyalität und Querschüsse und alles Mögliche. Genau. Was jemanden wie Sie schwer treffen muss, als eigentlich sehr strammen Parteisoldat. Ja, es ist nicht angenehm. Ja. Umso wichtiger war es, dass wir uns sofort zusammengesetzt haben. Ja. Das haben wir gemacht. Wo er mir seine Position klar zum Ausdruck gebracht hat. Folgende war? Dass er davon ausgegangen ist, das, was er in einer Zeitung gelesen hat, nämlich den besseren Kandidaten. Ja? Und ich habe ihm gesagt, schau, verantwortlich machen kannst du mich für das, was ich hier Medien übermittle. Dazu stehe ich, davon gehe ich auch nicht ab. Ja? Das haben wir dann am Ende auch festgehalten in einer gemeinsamen Erklärung, dass ich an meiner Erklärung hier festhalte. Der zweite Punkt, dass es ein Fehler von mir war, ihn nicht vorher davon zu informieren. Warum habe ich das nicht gemacht? Am 19. November können Sie in der Presse nachlesen, der Tageszeitung Die Presse, habe ich im Übrigen genau das schon gesagt.
was in dieser Stellungnahme steht. Nämlich, dass in Wien gestritten wird in der SPÖ, dass sie ein veritables Problem hat, dass Rot-Grün gegen die Steuerzahler und die Interessen der Steuerzahler auftritt, wenn man bei der Mindestsicherung hier nichts macht, weil die Kosten hier explodieren. Und der zweite Punkt, der für mich auch wesentlich ist, dass einfach aufgrund der Flüchtlinge, aufgrund der Stimmungslage im Land hier Hofer der Favorit ist. Das war dem Parteiobmann zu wenig. Sie unterscheiden sich ja ein bisschen von anderen ÖVP-Politikern, als Sie Van der Bellen ja eigentlich als prononciert rot-grünen Kandidaten sehen. Absolut. Ne? Na, ich sehe Van der Bellen als einen, der so gut zu Rot-Grün passt wie kaum einer. Weil er kennt ja die SPÖ, war ja zuerst BSA. In der Jugend hat er kommunistisch gewählt, wie er sagt, dann BSA und dann bei den Grünen. Ja. Und ich habe ihn auch in Diskussionen kennengelernt. Da war er völlig anders. Da war er weit weg von Trachtenjankerl und so, wie er jetzt auftritt. Also diese Tarnkappe. Und das ist dem Reinhold Lopatka nicht zuzumuten, einen rot-grünen Politiker zu wählen. Das wollten Sie damit sozusagen symbolisieren. Ich will nur sagen, ich bin ein Bürgerlicher. Ja. Und für mich ist Van der Bellen kein bürgerlicher Kandidat. Ich bin einer, der vom Land kommt, aus der Oststeiermark, katholisch geprägt, von meiner Herkunft her. Da bin ich in grundsatzpolitischen Fragen näher bei Hofer, ob das familienpolitische Fragen sind. Im Übrigen, Van der Bellen hat massiv mobil gemacht gegen einen Beitritt von Österreich zur Europäischen Union. Das wird jetzt auch völlig ausgeklammert. Er hat seine Position geändert. Also warum kann es nicht in die andere Richtung auch Hofer radikal ändern? Und hat Ihnen der Herr Parteiobmann eigentlich gesagt, dass das indiskutabel ist, was Sie da tun, oder nicht? Er hat mir gesagt, es ist indiskutabel, dass ich ihn nicht vorher informiert habe. Aber er hat großes Verständnis gehabt für meine Präferenzen. Das heißt, ihn stört nicht, dass Sie sagen, Sie persönlich sind für Hofer. Das stört ihn nicht. Das stört ihn deshalb nicht. Deshalb sagen Sie das auch heute bewusst noch einmal. Weil es den Parteiobmann nicht stört. Genau so ist es. Das ist ja auch richtig. Das wäre ja ein Wunder, wenn der rechte Rand der ÖVP nicht für Hofer wäre. Das sind ja natürliche Partner. Das ist schwarz-blau. Und die gehören auch letzten Endes zusammen. Das ist ja auch der Grund, warum die eher liberal und wirtschaftlich vernünftig denkenden Menschen in der ÖVP Van der Bellen unterstützen und der rechte Rand Hofer. Das hat es früher so gegeben, das wird wahrscheinlich auch in Zukunft so sein. Die ÖVP ist, und das zeigt dieser Konflikt mit der Lena Lopatka, eine zutiefst gespaltene Partei. Nur was mich so gewundert hat, ist, dass einer der wichtigsten Funktionäre dieser Partei, nämlich ihr Klubobmann, so intensiv an dieser Spaltung weiterarbeitet. Und sagt, ich mache lieber Propaganda für Hofer, als dass ich mich um meine eigene Partei und um die Regierung kümmere. Aber das ist jetzt nicht mein Problem, das ist ein Problem der ÖVP. Dass er den Van der Bellen nicht unterstützen will, weil der zu links ist. Das ist ja alles. Tatsächlich sind ja sowohl Sie, Herr Pilz, als auch der Van der Bellen immer Anhänger eines Rot-Grün-Kurses gewesen. Das muss man schon sagen. Nein, ich habe sehr ernsthaft im Jahr 2003, das habe ich in meiner eigenen Partei durchgesetzt. Ich habe Regierungsverhandlungen damals nicht mit der SPÖ, sondern mit der ÖVP durchgesetzt. Dass sie damals an Eurofighter und einigen Schlüsselpositionen gescheitert sind, habe ich damals bedauert, bedauere ich heute nach wie vor. Aber das heißt, Sie hätten damals gern eine ÖVP-Grün-Koalition? Wir haben es ernsthaft versucht, das waren sehr schwierige Verhandlungen und wir hatten einige wie Molterer und auch Kallert auf unserer Seite, aber auf der anderen Seite sind Personen wie Karl-Heinz Grasser gesessen. Daran ist es letzten Endes auch gescheitert. Was wir aber damals erfolgreich probiert haben, war, und das waren hauptsächlich Van der Bellen und ich, mit Unterstützung übrigens von Madeleine Petrovic und Johannes Fockenhuber, wir waren nur zu viert am Anfang, haben aber die ganze Partei überzeugt. Wir führen zur Überraschung vieler ernsthafte Regierungsverhandlungen mit der ÖVP. Da ist auf Bundesebene nichts draus geworden, aus guten sachlichen Gründen. Aber das war der Einstieg in eine Reihe erfolgreicher Landesregierungen. Wenn Sie so wollen, waren Leute wie Van der Bellen und ich die Türöffner für Regierungen mit der ÖVP. Und die erste Regierung mit der SPÖ ist viele Jahre später gekommen. Das heißt, Ihnen ist Grün-Schwarz eigentlich lieber als Rot-Grün? Nein, mir ist beides recht, wenn es funktioniert und wenn es zu großen Reformen führt. Und in Bundesländern wie Tirol, genauso wie in Wien auf der anderen Seite, kann man sich ja rechnerisch nicht aussuchen. Wenn wir in Tirol warten, bis sich's mit der SPÖ ausgeht, wir zwei erleben es nicht mehr. Und in Wien mit der ÖVP,
das ist eher eine Frage für Homöopathen, aber nicht für Leute, die Koalitionen bilden wollen. Aber noch einmal, Van der Bellen ist schon eher ein linksorientierter Politiker. Nein, das ist ja also als Mann der Mitte kann man den nicht ernsthaft bezeichnen. Um das geht es ja gar nicht. Wenn führende Persönlichkeiten der österreichischen Volkspartei, vom Parteichef abwärts, sich immer mehr für Van der Bellen und gegen Hofer aussprechen, dann ist ja das nicht deshalb, weil sie aus der ÖVP eine linke Partei machen wollen, sondern weil sie dieses Bündnis der europäischen Mitte gegen rechtskonservative Allianzen suchen. Das heißt, Sie meinen, Van der Bellen ist tatsächlich ein Mann der Mitte geworden? Ja, das eigentlich nach rechts gerückt sozusagen. Vielleicht in manchen Fragen, aber er war eigentlich im Großen und Ganzen immer in dem Bereich. Wir haben schon länger nicht die Flügelprobleme der ÖVP. Herr Lopatka hat schon ein paar Mal herzlich lachen müssen. Das ist herrlich, wenn der Peter Pilz sich abmüht, sozusagen die Lederhose von Van der Bellen zu erklären, dass er eigentlich in die besser passt und in das Trachtenjankerl. Wissen Sie, beide Kandidaten, weil es um die Mitte geht, haben natürlich eine Tankkappe im Wahlkampf aufgehabt. Das muss man schon sehen. Und das sehen natürlich auch die Wähler und Wählerinnen. Aber wer sich mehr verbogen hat, ist ganz sicherlich Van der Bellen. Wenn man weiß, wie er im Parlament immer geredet hat, was ihm immer wichtig war, das waren sicherlich keine Positionen der Mitte oder rechts der Mitte. Und jetzt plötzlich, gerade auch in der Ausländerfrage, das hat ja völlig anders geklungen. Ja, bleiben wir gleich einmal bei der Ausländerfrage. Ja? Ein ganz entscheidendes Element dieses Wahlkampfs wird ja sein, wie gehen wir mit der Flüchtlingswelle um. Ja? Jetzt sind Sie ja, glaube ich, ein prononcierter Befürworter der Obergrenze. Absolut. Auch der Notverordnung. Absolut. Wenn es nach Ihnen ginge, sollte die ja längst in Kraft sein, richtig? Ja, so ist es. Warum ist sie dann noch nicht in Kraft? Dann müssen Sie einen Koalitionspartner fragen. Ja, dann müssen Sie den Koalitionspartner fragen. Und im Übrigen, weil es eine Verordnung ist, wird die in der Regierung verhandelt. Ja. Sie kommt dann zu uns, weil sie in den Hauptausschuss muss, das stimmt schon. Ja. Aber Sie sind ja auch in der Koordinierungssitzung dabei, etc. Da sprechen wir das auch jedes Mal an. Ja. Im Übrigen auch wieder vor zwei Tagen. Na, wie sehen Sie denn die Flüchtlingswelle derzeit? Sie wird kommen. Die Notverordnung wird kommen. Wann? Ich gehe davon aus, spätestens übernächste Woche. Also noch in diesem Jahr? Ja. Wird die Notverordnung kommen? Ja. Ja. Weil die Verhandlungen schon sehr weit sind. Als gemeinsamer Regierungsbeschluss? Ja. Als Initiative der Herren Sobotka und Lopatka? Nein, als eine Initiative von Sobotka und Doskozil. Ja. Und warum brauchen wir die eigentlich derzeit? Weil sind derzeit keine Flüchtlinge im Anmarsch. Naja, so kann man das nicht sagen, dass keine im Anmarsch sind. Da muss man zwei Zahlen unterscheiden. Die Zahlen von den Verfahren, die eingeleitet werden, da sind wir zwar bei 30.000, aber bei denen, die zu uns angekommen sind, da sind wir schon jenseits dieser Zahl, die wir festgelegt haben, von 37.000. Damit sind wir übrigens, aber ich lasse mir von niemandem ein schlechtes Gewissen einreden, im heurigen Jahr pro Kopf der Bevölkerung gerechnet vor Deutschland und vor Schweden. Also Österreich muss niemand und darf niemand sagen, dass wir hier zu wenig tun. Wir tun hier mehr als die anderen europäischen Staaten, die mit uns in der Europäischen Union sind, um das ganz deutlich zu sagen. Aber wir sind noch nicht bei den 37.000. Genau. Trotzdem sind Sie der Meinung, muss nächste oder übernächste Woche die Notverordnung kommen? Ja, Sie kennen die Drohungen von Erdogan auf der einen Seite, Sie kennen die Probleme in Italien. Keiner redet von uns von der Abstimmung, die am Sonntag in Italien ist. Bitte, Italien kann am Sonntag sozusagen die Regierung am Ende sein. Wir wissen, wie viele Flüchtlinge in Italien sind. Wenn sich die auf den Weg machen und wir keine rechtlichen Rahmenbedingungen haben, dann, sage ich, haben wir ein wirkliches Problem. Herr Pilz überrascht, dass die Notverordnung nächste Woche kommen soll? Nein, das war immer so eine seltsame Diskussion. Wir brauchen eine Not, damit wir eine Notverordnung haben. Und jetzt hören wir vom Bundeskanzler und von vielen anderen, dass zur Bewältigung der Flüchtlingskrise, und wir hatten durchaus eine Flüchtlingskrise, wir diese Verordnung nicht brauchen. Das ist ja nur Koalitionsstreit. Das ist ja wie in allen Punkten. Lopatka zündelt bei den Sozis, die Sozis zündeln ein bisschen zurück, es wird weitergestellt. Seien Sie mir nicht böse, wenn ich mich in diesen sinnlosen Streit nicht einmische. Ich will damit nichts zu tun haben. Sie sind für die Notverordnung oder gegen die Notverordnung? Ich halte für einen kompletten Unsinn. Aus einem einfachen Grund.
Ich habe immer dafür plädiert, wir müssen europäische Grenzen schützen. Wir müssen, deswegen bin ich ja seinerzeit auch nach Jordanien gefahren, wir müssen schauen, dass möglichst viele Flüchtlinge nicht nach Europa flüchten müssen. Wir müssen vor Ort helfen. Da hat die österreichische Bundesregierung entsetzlich versagt in Staaten wie Jordanien. Ich habe das wirklich vor Ort angeschaut. 80.000 Flüchtlinge dort in einem Flüchtlingslager. Deutschland hilft, Schweden hilft, die baltischen Staaten. Sie sehen überall dort die Fahnen der Gebernationen. Mhm. Ich habe bei den Fahnen der Gebernationen keine einzige österreichische Fahne entdeckt, weil das völlig vernachlässigt wird. Gut, so, aber wir im Parlament, und da bin ich wieder dem Kollegen Lobatka zu Dank verpflichtet, haben gesagt, okay, wenn die Regierung nichts tut, dann fassen wir einstimmige Beschlüsse und zwingen die Regierung vor Ort, etwa das World Food Programme zu unterstützen. Das haben wir beide gemeinsam gemacht. Gemeinsam mit dem Kollegen Schieder. Sie sind aber gegen die Notverordnung. Sie sind gegen die Notverordnung. Ich halte sie für vollkommen überflüssig. Wir können unsere Probleme vollkommen anders lösen. Haben wir jetzt ein wirklich dramatisches Flüchtlingsproblem derzeit in Österreich, oder haben wir das nicht? Wir hatten es vor einem Jahr. Derzeit haben wir eher ein Integrationsproblem. Wie Sie völlig richtig gesagt haben, es kommen immer weniger, ich sage zum Glück, ja. Obwohl wir sie teilweise unten im Stich lassen. Nicht zum Glück, sondern es ist wirklich eine Schande. Mhm. Aber in einer Situation, wo immer weniger kommen, kann man sich jetzt endlich intensiv um Integration kümmern. Ich sage Ihnen das auch persönlich. Meine Frau und ich kümmern uns um einen Buben aus Syrien. Mhm. Ich kenne das aus nächster Nähe. Mhm. Und ich weiß, was alles verabsäumt wird beim Deutschlernen, bei der Integration, beim Reinführen in unser Schulsystem. Da werden wertvolle Jahre verloren, weil in der Regierung nur gestritten wird und nicht an Integration gearbeitet wird. Aber noch einmal, Sie sind ja prinzipiell der Meinung, dass wir derzeit einen zu starken Zustrom haben, ne? Ja, ja? Ich bin der Meinung, noch dazu dramatisch werden könnte in den nächsten Wochen. Ja, und ich bin der Meinung, dass wir ein noch dramatisches Problem hier am Arbeitsmarkt haben. Schauen Sie sich die Entwicklung in Österreich an. Wir verlieren den Anschluss an Deutschland. Dort geht die Arbeitslosigkeit zurück. Mhm. Auch europaweit ist sie im heurigen Jahr viel stärker zurückgegangen als bei uns. Und bei uns sehen wir es. Bei den Inländern geht auch die Arbeitslosigkeit zurück. Unser Problem sind die Flüchtlinge, die am Arbeitsmarkt zu integrieren. Das ist ein riesiges Problem. Wir sehen es auch bei den Zahlen bei der Mindestsicherung. Die landen dann alle in der Mindestsicherung. Mhm. Und das ist das Problem, warum ich sage, wir müssen hier den Zuzug begrenzen. Das heißt, Grenzen dicht ab sofort. Das heißt, wenn die Obergrenze erreicht ist, Grenzen dicht. Ja. Und die Obergrenze würde mit Einführung der Notverordnung erreicht sein? Oder wie muss ich das jetzt verstehen, was dann nächste Woche kommt? Mit der Notverordnung habe ich die rechtliche Handhabe. Wenn ich diese 37.500 erreicht habe, dass keiner mehr herankommt. Werden wir die erreichen heuer noch, Ihrer Meinung nach? Das wissen wir nicht. Es kann passieren. Wenn Italien die Abstimmung am Sonntag daneben geht, wenn dort wirklich das Chaos ausbricht, kann es passieren. Das über die Weihnachtsfeiertage, so ist es. Wir reden gleich weiter über die Frage Ausländer. Auch was muss in der Regierung passieren, damit nicht mehr so viel gestritten wird, wie das der Herr Pilz angesprochen hat. Kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück. OI24 TV präsentiert Reinhold Lopatka gegen Peter Pilz. Im großen TV-Duell bei Wolfgang Fellner. Ja, willkommen zurück, liebe Zuseherinnen und Zuseher von OE24 TV. Bei mir heute Abend zu Gast die zwei wortgewaltigsten Parlamentarier Österreichs, der Peter Pilz von den Grünen, für viele seiner donnernden Reden bekannt, und Reinhold Lopatka von der ÖVP, auch sehr wortgewaltig bekannt, aber auch wortgewaltig oft gegenüber dem eigenen Koalitionspartner. Sie sind ja der Politiker, von dem der Herr Bundeskanzler den legendären Satz geprägt hat, da handelt es sich um einen Selbstmordattentäter, der sich in einer Telefonzelle in die Luft sprengt. Mhm. Wie haben Sie denn auf diesen Satz reagiert? Der Herr Bundeskanzler ist sicherlich auch einer, der rhetorisch zu jenen gehört, wo man sagt, da ist eine Begabung da. Ich glaube, hier hat er überzogen, weil das ja tatsächlich in Europa passiert ist, dass sich Terroristen in die Luft gesprengt haben. Und dieses Bild ist, glaube ich, falsch. Wenn man in einer demokratischen Auseinandersetzung ist und wenn es auch verbal hart wird, ist man noch weit von der Gewalt weg. Und das Bild, das er hier gebraucht hat, ist eines von brutaler Gewalt. Und die ist mir wirklich fremd. Das heißt, sind Sie persönlich ein bisschen betroffen und auch beleidigt? Entschuldigung, wenn ich als Terrorist hingestellt werde, der sich in die Luft sprengt, dann stellen Sie sich vor, ich sage das zu Ihnen. Ja.
Aber Sie haben ihn natürlich schon gleich am ersten, zweiten Tag seiner Amtszeit angegangen und mittlerweile, glaube ich, fühlen Sie sich ja in dieser anfänglichen Kritik bestätigt, oder? Ich habe dass viel geredet, aber wenig getan wird, nicht? Das war ja so der Hauptvorwurf von Ihrer Seite. Also von mir finden Sie, sei der Bundeskanzler ist, kein böses Wort über den Bundeskanzler kehren. Was ich gesagt habe, war, bevor er Bundeskanzler geworden ist, auf die Frage eines ORF-Journalisten, und das kann man alles nachhören, ob ich mich fürchte vor Kern, habe ich gesagt, warum soll ich mich fürchten vor Kern? Überhaupt nicht. Nicht ich, sondern der Rechnungshof hat seine Arbeit bewertet beim Verbund und bei den österreichischen Bundesbahnen. Und diese Bewertungen kann man nachlesen. Ja, aber Sie sind schon öfters ein harter Kritiker des Koalitionspartners. Also, dass Sie da jetzt seit Kerns Kanzleramt keine kritischen Worte mehr gefunden haben. Nicht zum Bundeskanzler. Kann ich mich nicht erinnern. Nein, nicht zum Bundeskanzler, aber zum Beispiel bei der Mindestsicherung. Wenn zum ein Minister Beispiel. Seine Arbeit nicht macht, langsam kommt der 31. Dezember. Die Burgenländer haben jetzt wieder aufgezeigt. Ja. Und Sie wissen, in Burgenland ist die ÖVP nicht in der Regierung, wie es gehen könnte. Warum nimmt diesen Vorschlag vom Landeshauptmann Niesel Stöger nicht auf? Und da habe ich andere Punkte auch, wo wir viel früher regieren hätten müssen, reagieren hätten müssen. Da gibt es ja drei Punkte, wo Sie ein bisschen allergisch sind auf den Koalitionspartner, weil Ihrer Meinung nach zu stark blockiert oder zu langsam ist. Mhm. Das ist einerseits die Flüchtlingsfrage, auch die Integrationsfrage, Burka-Verbot etc. Genau. Das ist andererseits die Bildungsfrage, wo jetzt ja aufgrund des Wechsels etc. ein bisschen ein Stillstand war. Ja. Und das ist drittens die ganze Frage Pensionen, Mindestsicherung, Sozialminister. Ja, nicht? Genau so ist es. Auf den sind Sie allergisch derzeit. Schauen Sie, der Sozialminister hat mit Abstand das größte Budget. Ja? Mit Abstand das größte Budget. Auch im nächsten Jahr. Mhm. Und wenn ich mir die Ergebnisse ansehe, wieder 500 Millionen mehr beim Arbeitsmarktservice und die Arbeitslosigkeit steigt gleichzeitig. Mhm. Wenn ich mir ansehe bei der Mindestsicherung, Nahles, die Sozialministerin in Deutschland, die war vorher die Zentralsekretärin der SPD. Also die kommt von... Was wollen Sie denn konkret jetzt bei der Mindestsicherung? Dass das, was alle machen... Das ist ein bisschen verwaschen worden gerne, in den letzten Wochen. Das kann ich ganz klar sagen. Eine Obergrenze mit diesen 1.500 Euro. Also ich will die mehr niederösterreichische Obergrenze. Genau. Ich will mehr Sachleistungen und nicht Geldleistungen. Also 1.500 Euro Obergrenze. Mhm, genau. Sachleistungen zum Beispiel in welchem Bereich? Zum Beispiel was Wohnraumversorgung betrifft und andere Bereiche. Zum Beispiel was die Kinder betrifft, für die Bildung, damit das Geld tatsächlich bei den Kindern ankommt und nicht woanders hingeht, das für Kinder gegeben wird. Der zweite Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist diese Differenzierung zwischen jenen, die hier im Land gelebt haben und leider in eine Situation kommen, dass sie Mindestsicherung brauchen, und jenen, die zu uns kommen. Weil selbst der bei uns hier von der Mindestsicherung gelebt hat, hat Steuerleistungen erbracht durch seine Konsumation. Ja. Also das muss man einfach sehen. Und die, die neu ankommen, dass man das differenziert, dass die erst die volle Mindestsicherung nach einer gewissen Zeit bekommen. Und wird da jetzt was kommen bei der Regierung, so wie Sie jetzt ja bei der Notverordnung optimistisch sind? Ja. Wird auch bei der Mindestsicherung was kommen oder ist eine Einigung nicht in Sicht vorweihnachtlich? Das hat hier der Sozialminister in der Hand. Halpe, Bürgermeister von Wien, heute in der Früh, hat auch gemeint, er hofft noch, dass etwas kommt. Da bin ich ganz der Meinung von Bürgermeister Halpe, dass man hier noch hoffen kann. Erstmals in Ihrem Leben. Nein, ich war schon oft der Meinung von Halpe, zum Beispiel, dass Wahlkämpfe fokussierte Dummheit sind. Fokussierte Dummheit sind. Ja. Ich nehme an, beim Thema Mindestsicherung wundert mich eigentlich, dass es so still war zu meiner Linken. Nein, ich habe mir das einmal voller Interesse angehört. Man muss einmal über die Größenordnungen reden. Ich bin als Ökonom gewöhnt, dass ich mir Zahlen anschaue. So, die gesamte Mindestsicherung macht aus etwa 0,7% der Sozialausgaben. Bei diesen Einsparungsmodellen geht es um etwa 8% Einsparung bei der Mindestsicherung selbst im besten Fall. Wir reden also von einem Einsparungspotenzial von 0,5 Promille. 0,5 Promille der Sozialausgaben. Wegen dieser winzigen Summe macht Herr Lobatka Land auf, Land ab einen Krach der Extraklasse. Wen trifft das jetzt? Trifft das die, die sich's leisten können und die zu viel haben? Da geht es um Familien, und da ist mir vollkommen wurscht, woher die kommen. Die sind hier bei uns. Wo ab dem dritten oder vierten Kind nach dem Lobatka-Plan
kein Geld mehr für die Kinder da sein soll. Das sind Menschen, die in Armut leben. Über 1 Million Menschen in Österreich leben in Armut. Sie sind von der ÖVP systematisch vernachlässigt worden. Und jetzt will man den Kindern der Familienpartei ÖVP in diesem Bereich noch Geld wegnehmen. Wir brauchen eine bundeseinheitliche Regelung, die diese Menschen schützt. Und jetzt sage ich Ihnen zwei Vergleichszahlen. Erstens, so ganz nebenbei, aus Propagandazwecken, wird geschwind noch ein Pensionistenhunderter spendiert, der das Vierfache vom Einsparungspotenzial in der Mindestsicherung kostet. Oder was anderes, ich sage einmal, wo man Geld holen könnte. Nach den Berechnungen der Europäischen Union verliert der Bundeshaushalt der Republik Österreich aufgrund der Steuerflucht internationaler Großkonzerne jedes Jahr 25 Milliarden Euro. Wissen Sie, wie viel das ist? Das 500-fache von dem, was der Herr Lopatka bei kleinen, armutsgefährdeten Kindern einsparen will. Und das ist eine Sozialpolitik, die ist für mich inakzeptabel. Ich nehme an, er macht den Krach der Extraklasse, wie Sie gesagt haben, ja auch aus politischen Gründen, weil Sie ja offenbar die Leute abhalten wollen, herzukommen, um die Mindestsicherung zu kassieren. Nicht? Das soll ja vermutlich ein Mittel sein, um den Leuten Österreich auszureden, oder? Absolut. Das ist ein Pull-Faktor. So sehen Sie das, ne? Das ist ein Pull-Faktor. Und wir zahlen viel mehr als Deutschland, wo die Lebenshaltungskosten ähnlich sind. Alles hat für die Ausländer hier diesen Betrag reduziert. SPD-Sozialministerin, Schweden mit den Stimmen der Sozialdemokraten hat es reduziert. Das einzige Land in Europa, das auf die Flüchtlingskrise in dieser Frage noch überhaupt nicht reagiert hat, österreichweit, ist Österreich. Und das Zweite, darf ich Ihnen noch einen Vergleich sagen? Kommen, ja? Nur ja. einen Vergleich. Wo ist da die Aufregung? Eine Studentin, die vollweise ist und die ein Kind hat. Die muss mit viel weniger auskommen als jemand in der Mindestsicherung. Das ist eine Schande. Genau. Und das ist eine Schande. Das sollten wir. Das ist eine Schande, Herr Lopatka, die Ihre Regierungen verantworten. Ja, das sage ich Ihnen. Also wir messen hier mit zweierlei Maß. Wie würde beim Herrn Pilz da gibt es einen großen Unterschied zwischen ÖVP und uns. Er schildert ja viele Fälle wie den von der Studentin vollkommen korrekt. Das stimmt auch. Nur die Antwort der ÖVP ist, wenn es den einen schlecht geht, und das ist auch die freiheitliche Antwort, dann ist es unsere Aufgabe zu schauen, dass es auch anderen vergleichbar schlecht geht. Nein. Und mein Zugang ist, wenn es jemandem schlecht geht, dann schauen wir, dass wir die Leute aus der Armut raushalten. Finanzierbar ist das jederzeit, aber Sie würden sich niemals mit steuerflüchtigen internationalen Konzernen anlegen. Das ist das Problem der ÖVP. Nein, wir konnten nun Milliarden könnten wir uns holen, der Finanzminister will es nicht. Jedes Mal im Parlament streiten wir uns darüber, ob der Finanzminister diese Milliarden, die auf den Straßen herumliegen, also bitte, wirklich will. Milliarden auf der den Straßen. Finanzminister will es nicht. Herr Pilz, weil von der Flüchtlingswelle die Rede war. Sie sind ja eine Zeit lang ein Kritiker oder sagen wir ein Nachdenker gewesen, was die grüne Position anbelangt hat. Wir haben gemeint, die Grünen müssen da ein bisschen umdenken und müssen sich der Realität stellen, dass zu viele Flüchtlinge kommen und dürfen das nicht nur durch die rosa-rote Brille sehen. Habe ich das richtig interpretiert? Ja. Das war Ihre, was ist da Ihre Position genau? Wir hatten diese Diskussion vor ziemlich genau einem Jahr. Ja. Und ich habe damals gesagt, wir müssen doch alles tun, damit möglichst wenig Flüchtlinge nach Europa flüchten müssen und möglichst viele unten bleiben können. Genau. Ja. Da sind wir ja durchaus einer Meinung und wir haben viele Diskussionen bei uns gehabt. Ich bin mir jetzt sicher, dass meine Partei... Aber Sie haben auch dazu gesagt, die Grünen sehen das zu rosarot derzeit. Die müssen da ihre Position ändern. Ja, aber da ist viel diskutiert worden und da hat sich etliches weiterentwickelt. Und ich bin froh, dass die Position meiner Partei da wesentlich realistischer geworden ist. Also mit der Kritik haben Sie es zurückgeschraubt, unter anderem, weil Sie damals ein paar aufs Dach bekommen. Ich glaube, wir haben... Nein. Sie sind ja in einer ähnlichen Situation. Auch Sie sind damals, glaube ich, ja von der Parteichefin ein bisschen zum Rapport gerufen worden. Nein, ich bin nicht zum Rapport gerufen worden, sondern ich habe das alles öffentlich wohlmeinend ermahnt worden. Nein, ich habe bis jetzt noch keine einzige Kopfwäsche in meiner eigenen Partei über mich ergehen lassen. Bei uns tritt man nicht zu Kopfwäschen an, wir sind nicht in der ÖVP. Aber trotzdem hatten Sie das war eine damals schwierige eine deutlich Debatte. Andere Position. Herr Fenner, das war eine schwierige Entwicklung der Grünen, nicht nur im letzten Jahr.
der letzten 10, 15 Jahre von einer Partei der offenen Grenzen, was ja eine menschlich verständliche Position ist, zu einer realistischen und praktikablen Flüchtlingspolitik. Das war eine schwierige und zum Teil schmerzhafte Diskussion für uns. Und was ist eine realistische Flüchtlingspolitik? Genau das, was ich versucht habe, immer zu begründen. Wir müssen schauen, dass möglichst wenige zu uns kommen müssen, gezwungen sind, zu uns zu kommen, bei uns Zuflucht zu suchen. Wie viel können wir Ihrer Meinung nach verkraften? Das hängt immer von der Integration ab. Wissen Sie, ich sehe es ja von der anderen Seite. Ich bin persönlich stolz darauf, wie viel, und da hat Lopatka vollkommen recht, Österreich im Gegensatz zu anderen Staaten geschafft hat. Ich würde mich schämen, heute in der Tschechischen Republik oder in Polen. Der Unterschied zwischen Ihnen beiden ist ja nur der Blick nach vorne. Nein, wie viele können noch herein? Er sagt niemand mehr, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn die Obergrenze erreicht ist. Ja, Sie sagen. Nein, es wird immer wieder Flüchtlinge geben, die wir holen müssen. Wir haben, wissen Sie, was das Problem ist in den Lagern in Jordanien? Da sind sehr viele Mütter mit kleinen Kindern, für die es unten unglaublich schwierig ist. Gäbe es legale Prozesse, also Resettlement, so wie es der Außenminister immer versprochen hat und nie umgesetzt hat, dann würden eher die besonders Schwachen, die besonders Gefährdeten... Und nicht diejenigen, die mit den Eltern und nicht die jungen Männer, ja. die sich halt leichter durchkämpfen, das kann man ihnen ja nicht vorwerfen. Dann würden eher die Schwächsten und Schutzbedürftigsten kommen. Also jetzt Sie wollen Resettlement-Programme? Ja, jetzt sind Sie wir... Sie auch, nämlich. Ja, sicher, aber... Bitte? Ja, na, natürlich, aber das Problem ist, ganz offen gesagt, dass hier die Europäische Union versagt hat. Weil die Europäische Union im Gesamten hätte ja viel mehr machen können. Und das war der falsche Blick. Ich schätze sie sehr, und sie ist sicher eine der größten Politiker in Europa, Angela Merkel, aber mit dem Satz, wir schaffen das... ist sie alleine geblieben und sie alleine, nicht einmal Deutschland schafft das. Sie ist jetzt auch schon von dem abgerückt. Und die Europäische Union ist leider noch nicht so weit, dass man hier ein Programm durchsetzen kann, wo wirklich eine Lastenteilung, ein solidarisches Handeln umgesetzt aber werden kann. Aber denk mal weiter, warum zum das Thema so ist. EU. Nur ganz kurz, weil es ein wichtiger Punkt ist. Es sind ja gerade überall Parteien nach dem Strickmuster der Freiheitlichen Partei, die das unmöglich machen, dass wir gemeinsam in Europa handeln. Weil überall eine tschechische FPÖ, eine polnische FPÖ, ja. und eine französische ja, auftreten und sagen, wir wollen keine, wir wollen keine, egal, wir wollen meine keine. Meine beiden Herren, tolle Diskussion, danke bisher. Zum Thema EU, Türkei, welche Chancen haben wir? Kommen wir gleich, kurze Werbepause, dann sind wir gleich wieder zurück. OE24 TV präsentiert Reinhold Lopatka gegen Peter Pilz im großen TV-Duell bei Wolfgang Fellner. Ja, willkommen zurück, liebe Zuseherinnen und Zuseher von OE24 TV. Zu meiner Linken Peter Pilz von den Grünen, zur Rechten Reinhold Lopatka, ÖVP. Beide schon sehr heftig aneinander geraten und Sie gerade mit den Worten in die Werbepause gegangen. Einer doch, also Sie sind ja nun wirklich keiner Kritik zu feig, darf man sagen, einer recht harten Kritik an der Angela Merkel und ihrem Wir schaffen das. Naja, ich glaube, Angela Merkel... Für einen ÖVP-Klubobmann beachtlich, ja, würde ich sagen. Schauen Sie, ja? im letzten Jahr hat Angela Merkel hier nicht die deutsche Situation falsch eingeschätzt, aber die europäische. Sie hat einfach geglaubt, wenn Deutschland hier eine besondere Vorleistung erbringt, weil Deutschland wirtschaftlich ja sehr, sehr stark ist, werden auch die anderen bereit sein, hier einen Teil der Last zu tragen. Die haben aber alles gemacht, um hier nicht in die Ziehung zu kommen. Da hat jeder nachgedacht, wie er eine solidarische Lösung verhindern kann. Und die Europäische Union lebt aber von einem Kompromiss und am Ende von einer gewissen, wenigstens Grundsolidarität. Das ist Merkel hier nicht gelungen. Sie sieht das jetzt Sie auch. Sind Merkel-Kritiker jetzt. Ich bin nächste Woche beim Parteitag bei Angela Merkel. Sie wird jetzt ganz anders reden, bin ich mir ganz sicher. Und sie wird wieder Kanzlerin werden, bin ich mir auch ganz sicher. Aber sie, glaube ich, hat gelernt aus dem. Aber das war ein schwerer Fehler, Ihrer Meinung nach. Das war der große Fehler in ihrer politischen Laufbahn. Und Ihr politisches Credo ist, wir schaffen das nicht. Mein politisches Credo ist, so schaffen wir das in dieser Europäischen Union nicht, ganz sicher nicht. Daher, da bin ich auch der Meinung von Peter Pilz. Alles tun, die EU-Außengrenzen schützen. Alles tun, das tun ja jetzt die Deutschen. Die setzen jetzt sehr viel Geld ein, hier in diesen Flüchtlingslagern. Ich selbst war auch vor 14 Tagen in Flüchtlingslagern im Libanon. Da gibt es übrigens auch die österreichische Flagge, weil auch österreichisches Geld hier eingesetzt wird. Ein Österreicher leitet dort sogar das World Food Programme. Was ich damit sagen möchte, ist,
wir müssen die EU-Außengrenzen schützen. Wir dürfen uns nicht auf Erdogan und andere verlassen. Das müssen wir selbst machen. Wir müssen vor Ort mehr tun. Dann schaffen wir es, unsere harte Haltung mit der Obergrenze hier auch begründen zu können. Peter Pilz ist ja wahrscheinlich jetzt eher ein Merkel-Fan. Naja, dieses Wir schaffen das hat sich ja in vielen Bereichen als richtig erwiesen. Aber es hat ein Problem gegeben und das sind gar nicht so wenige Staaten in der Europäischen Union, insbesondere die Visegrad-Staaten. Und da ist Merkel den nächsten entscheidenden Schritt leider nicht gegangen und der hätte geheißen: Liebe Inkasso-Staaten von Polen über die Tschechische Republik bis zur Slowakei und Ungarn. Wenn ihr glaubt, dass wir eure Budgets finanzieren, 15% des polnischen Budgets kommt aus der Europäischen Union, das wird aus Österreich und Deutschland finanziert. Wenn ihr glaubt, das ist eine Inkasso-Union, wo ihr kassiert und nicht bereit seid, irgendwas beizutragen, dann ist Schluss. Dann ist das nicht mehr eure Union, dann können Sie eine Visegrad-Union machen. Ich hätte anstelle von Merkel... Ja, doch der bessere deutsche Kanzler, Ich habe von Merkel damals gehofft, dass sie sagt, wir können euch auch den Sessel vor die Tür stellen und schaut dann, wie es mit euren Budgets zurechtkommt. Und diese Art von Entsolidarisierung, dass die von der deutschen Regierung geduldet worden ist, war ein schwerer Fehler. Und was beobachten wir heute in Österreich? Die Freiheitliche Partei und Teile der ÖVP beginnen immer stärker eine Orientierung an diesen letztklassigen Visegrad-Staaten. Meine politische Heimat ist der Westen Europas, ist der demokratische Kern der Union, mit Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Schweden und vielen anderen. Und diese Visegrad-Orientierung, nur kassieren, nichts tun, keine Menschlichkeit, keine Grundrechte, autoritäre Strukturen, Journalisten einschüchtern, ja, Medien zusperren. Das will ich nicht und auch darum. Wenn wir schon von Medien zusperren etc. reden, dann müssen wir wohl auch von der Türkei reden. Ja? Wir verlassen uns ja eigentlich, oder insbesondere Angela Merkel verlässt sich ja noch immer auf den lieben Gott in Person des Herrn Erdogan, also Allah in diesem Fall eher, und dass der das sozusagen irgendwie richten wird. Glauben Sie auch daran oder glauben Sie nicht daran und wie sozusagen klar muss man gegen die Türkei auftreten? Da hat sie einen sehr bemerkenswerten Parlamentsbeschluss gegeben in dieser Sache. Ne? Ja, also ich glaube, da sind wir uns parteiübergreifend einig, dass die Türkei einen Punkt erreicht hat, wo man, wenn man die Stimme erheben kann, die Stimme erheben muss. Was meine ich damit? Wir waren ja gemeinsam bei einer Zeitung, Cumhuriyet, Und das war für mich zum beeindruckendsten gehört, was ich heuer miterlebt habe. Der 85-jährige Herausgeber, ein 86-jähriger Kommentator, der übrigens 6 Jahre in der Militärdiktatur inhaftiert war und gesagt hat, aber der Vorteil damals war, dass trotzdem der Blick Richtung Europa gerichtet war. Und Erdogan wendet jetzt den Blick von Europa ab. Also wenn er ihn abwendet, wenn er die Tür zuschlägt, dann dürfen wir nicht weiter daran glauben, dass er ein verlässlicher Partner für uns ist. Das heißt jetzt was? Das heißt ganz konkret, wir müssen die EU-Außengrenzen schützen. Wir müssen den Griechen eine große Hilfestellung geben, wenn Flüchtlinge ankommen. Was auf den Aber Inseln, kein Geld mehr für die Türkei. Das heißt, das ist der nächste Schritt dann. Noch sind wir nicht so weit, um das ganz direkt zu sagen. Aber wenn er dann seine Drohungen wahrmacht, dass er da Zehntausende oder ich weiß nicht, was Hunderttausende in Bewegung setzt, er hat ja momentan um die 3 Millionen im Land, das muss man auch sagen. Das ist ja eine beachtliche Zahl. Wenn er das macht, dann müssen wir hier sagen, es darf kein Geld mehr geben, dann ist ja keine Beitrittsperspektive mehr da. Es fehlt ja dann auch für mich die Rechtsgrundlage. Ja, Peter Pilz, Sie sind das ja noch um einiges engagierter, wenn ich das richtig mitverfolgt habe die letzten Wochen. Ich bin stolz auf unser Parlament, weil es kommt darauf an, wir sind das erste europäische Parlament, das gesagt hat, und zwar einstimmig. Da ist eine Linie überschritten, Herr Erdogan, Sie sind zu weit gegangen und das hat jetzt Folgen. Und die Folgen sind nicht nur politische Deklarationen. Unser letzter Beschluss, auch einstimmig, war Waffenembargo und Militärembargo. Und wir schauen, dass jetzt andere europäische Staaten folgen. Und der übernächste Schritt ist mit Sicherheit. Kein Euro und kein Cent aus europäischen und österreichischen Kassen für dieses Regime. Das müssen wir im Parlament klarstellen. Wir werden uns aufstellen lassen. Gibt's da noch irgendwo? Das heißt, der vereinbarte Betrag soll nicht fließen, Ihrer Meinung nach? Kein Cent davon darf fließen.
vom vereinbarten Betrag. Selbstverständlich. Das war, da hat Lobatka schon recht. Das war kein Cent darf fließen. Das war eine der Merkel-Fehleinschätzungen, dass man mit Erdogan politische Deals machen kann. Das ist völlig undenkbar, das funktioniert nicht. Weil der Preis dafür sind eingesperrte Abgeordnete, sind eingesperrte Journalisten, sind eingesperrte Richter. Das können und wollen wir nicht akzeptieren. Diese Grenze muss politisch gezogen werden. Aber es ist eines wichtig, das haben uns auch die Redakteure von Cumhuriyet und die Abgeordneten, die wir in Istanbul getroffen haben, gesagt. Bitte lasst politisch die Tür einen Spalt offen. Wir müssen weiter miteinander reden können. Aber bitte zieht wirtschaftlich die Schrauben an. Was Erdogan spürt, sind wirtschaftliche Schrauben. Sie wollen jetzt ja da auch eine Art österreichische Allianz gegen Erdogan bilden. Wir haben diese österreichische Allianz, wir haben sie im Parlament gebildet. Nein, ich meine nicht nur im Parlament, auch unter den österreichischen Das funktioniert auch immer besser. Ich möchte jetzt da nicht einzelnen Regierungsmitgliedern Zensuren austeilen, aber das funktioniert immer besser. Wir haben, glaube ich, da die wichtigsten Player in der Bundesregierung mehr oder weniger auf unserer Seite. Wir müssen jetzt weitere Parlamente in Europa gewinnen. Ich fahre jetzt nach Berlin und schaue, dass wir die Deutschen gewinnen. In dieser Frage gibt es keinen Widerspruch. Wir müssen nicht immer im Widerspruch sein. Es gibt, glaube ich, wenn es um Menschenrechte geht, wenn es um Grundrechte geht, Punkte, wo wir uns so nahe stehen, dass wir wirklich gemeinsam, ohne Hintergedanken, sage ich jetzt, hier vorgehen können. Und da möchte ich auch den Kollegen Schieder mit einschließen und auch die anderen Parteien, die im Parlament vertreten sind, die das mitgetragen haben. Danke für diese Runde. Wir kommen gleich wieder, letzte Werbepause und dann eine Schlussrunde. Wie geht es weiter in dieser Republik? Wie schaut die Richtungsstellung am Sonntag aus und was passiert dann? OI24 TV präsentiert Reinhold Lopatka gegen Peter Pilz im großen TV-Duell bei Wolfgang Fellner. Ja, willkommen zurück, liebe Zuseherinnen und Zuseher von OI24 TV. Wir kommen in die letzte Runde eines sehr spannenden Duells. 3 Tage vor einer Wahl, die vielleicht in die Geschichte Österreichs eingehen wird. Zu meiner Linken Peter Pilz, deklarierter Van der Bellen-Fan. Zu meiner Rechten Reinhold Lopatka. Persönlich hat er heute gesagt, eher auf der Seite von Hofer, weil er glaubt, er wird gewinnen. Werden wir Sonntag eine Richtungsentscheidung erleben in diesem Land, Herr Lopatka? Ich muss Ihnen jetzt widersprechen, nicht, weil ich glaube, dass er gewinnt. Das glaube ich auch, dass er gewinnt. Ja, genau. Nur damit ich das einfach gesagt habe. Richtungsentscheidung. Wir sollten einfach unser Verfassungskonstrukt ansehen, von Kelsen hervorragend aufgesetzt. Da ist der Bundespräsident, den dürfen wir nicht überbewerten. Das haben wir ja die letzten 70 Jahre in Österreich gesehen. Den wählen wir und auch nicht mehr. Die Richtungsentscheidung gibt es dann bei der Nationalratswahl. Ist meine Einschätzung. Es gibt aber viele, die sagen, wenn jetzt hier am Sonntag ein blauer Präsident kommt, dann sind wir der nächsten Nationalratswahl sehr nahe. Dann wird sich diese Regierung vielleicht bald auflösen. Wie sehen Sie das denn? Ich sehe es genau anders herum. Dann muss sich die Regierung umso mehr anstrengen, damit es überhaupt keinen Grund gibt, dass der Bundespräsident auch nur daran denken kann, hier dieser Regierungsarbeit ein Ende zu setzen. Das ist meines Erachtens dann die Herausforderung für die Bundesregierung. Und die Bundesregierung ist hier gut beraten, bei diesen verschiedensten Arbeitspaketen, die wir jetzt schon verabschiedet haben, zügig weiterzuarbeiten. Heute haben wir im Parlament 7 Ausschüsse getagt, um das nur ganz kurz zu sagen. In einer Reihe von Punkten sind wir schon so weit, dass wir im Parlament sogar die Beschlüsse fassen. Und was Mara mit der Bildungsministerin erreicht hat, das ist für mich vielversprechend. Wie jetzt der neue Verteidigungsminister mit dem Innenminister zusammenarbeitet, das ist völlig anders als mit dem Verteidigungsminister zuvor. Da kommen wir weiter. Ich hoffe, dass die SPÖ sich bewegt beim Integrationsgesetz, das der Außenminister vorgelegt hat. Also ich bin da durchaus zuversichtlich. Ja. Sie sind ja einer, der immer wieder mahnt, auch kritisiert, sagt, er wird blockiert etc. Ja. Bei Stöger habe ich meine Probleme, um das auch anzusprechen. Das wird ja der entscheidende Punkt werden. Das kann ein entscheidender Punkt sein. Sie haben unter anderem Sie, aber auch Schelling etc. haben ja immer gesagt, dass ob wir gut weiterarbeiten können im nächsten Jahr, wird ja davon abhängen, schaffen wir eine Pensionsreform und schaffen wir die Sozialausgaben in den Griff zu bringen. Ja. Ist das richtig? Das sind die größten Ausgabenbrocken, die wir haben. Das mit Abstand größte Budget hat bei uns der Sozialminister.
Und daher ist und sind Sie auch der Meinung, eine Pensionsreform ist sozusagen Grundvoraussetzung dafür, dass diese Regierung weiterarbeiten kann? Die Regierung kann natürlich auch ohne Pensionsreform weiterarbeiten, aber dann ist sie bei einem zentralen Punkt hier gescheitert. Das muss und wie schon stellen sein. Sie sich eine Pensionsreform vor, so wie sie im Parlament beschlossen wurde, oder muss dann noch was dazukommen? Ich stelle mir so vor, was wir jetzt festgelegt haben, wie es im Regierungsprogramm steht, dass wir das umsetzen, dass wir bei den Sonderpensionsrechten hier ein Ende endlich herbeiführen. Das halte ich für ganz wesentlich. Also mehr als im Parlament beschlossen wird? Das ist mehr als im Parlament. Da ist vor allem die rot-grüne Stadtregierung in Wien gefordert. Die anderen Bundesländer haben finanziell gleichwertig die Pensionsreform bei den Beamten nachvollzogen. Die Stadt Wien hat es nicht gemacht. Ein zweiter großer Bereich ist hier natürlich nach wie vor der Bereich der österreichischen Bundesbahnen. Das muss man sehen. Aus dem Budget müssen wir schon mehr als 2 Milliarden, mehr als 2.000 Millionen zuschießen. Na, Kollege Pilz, 2.000 Millionen ist kein Pappenstiel. Das ist nicht der Punkt. Aber schau, machen wir jetzt keine Regierungsmärchenstunde. Wir hätten am 15. Dezember eine Plenarsitzung des Nationalrates. Da würden Sie gerne die Neuwahl Hätten wir haben sollen, es ist abgesagt worden. Weil die Grünen das wollten. Es ist abgesagt worden, weil es keine Regierungsvorlage gibt. Das ist falsch. Es ist nichts da. Es ist ein ganzer Nationalratstag abgesagt worden. Darf ich sagen? So, und jetzt einmal. Kollege Peter Pilz, jetzt ein paar Sorgen. Nein, das war jetzt die Märchenstunde. Die ist jetzt eingeladen. Darf ich ganz kurz sagen? Bitte. Sie können es dann. Wir haben den Beweis dann. Das wird der längste Sitzungstag vom heurigen Jahr, weil wir nur einen Tag haben. Ja? Wenn ich mich weil irre, dann bitte ich mich, gehen, weil die Grünen in der Präsidiale das wollten, jetzt weiß ich, warum sie es wollten, damit der Vorwurf hier kommen kann. Das war der Antrag der Grünen in der Präsidialsitzung, nicht unser Wunsch. Wenn Sie wollen, Kollege Peter Pilz, treten wir gemeinsam Punkt. Dafür ein, dass wir den zweiten Tag haben. Jederzeit. Aber dann verwendet bitte sich dazu bei den Bildungsreformen, alles Mögliche, endlich ins Parlament. Endlich ins Parlament. Der Punkt, worum es eigentlich geht am Sonntag, meiner Meinung nach, ist, natürlich ist das eine Richtungsentscheidung. Natürlich ist es eine Richtungsentscheidung darüber, dass Blau-Schwarz ein zweites Mal regieren will und einen Bundespräsidenten Hofer als Schuhlöffel für die Machtübernahme der Freiheitlichen in Österreich braucht. Die machen ja kein großes Geheimnis draus. Hofer hat das sehr offen gesagt, Strache hat das sehr offen gesagt, Kickl hat das sehr offen gesagt und Lobatka ist der erprobteste Mitarchitekt von Schwarz-Blau. Aber ich sage Ihnen eines jetzt persönlich dazu. Ich habe überhaupt keine Lust, noch ein zweites Mal dann all das in Untersuchungsausschüssen aufzuarbeiten, was hier von Schwarz-Blau vorbereitet wird. Ich will nicht die nächste Bank aufarbeiten. Ich will nicht den nächsten Eurofighter-Skandal auf. Ich will nicht die illegale Parteienfinanzierung und, und. Und ich will mich nicht fragen, wer ist der nächste Karl-Heinz Grasser der Regierung Strache-Kurz. Das ist der wichtige Punkt. Wir sollten immer daran denken, normalerweise sind Bundespräsidentenwahlen Wahlen, und da hat Lobatka schon recht, da wird über eine nicht übermäßig politisch gewichtige Person abgestimmt. Das sind Vertrauensabstimmungen. Diesmal geht es zum ersten Mal, und das wird viele überraschen, um eine große politische Richtungsentscheidung. Ich will nicht das, was zwischen 2000... Lieber, dass die Große Koalition weiterarbeitet. Ich wäre froh, wenn wir eine Regierung hätten, die zumindest was vorlegt und zumindest versucht, ernsthaft zu arbeiten. Das macht es nämlich sachlich der Opposition auch leichter. Ja. Womit soll man uns auseinandersetzen? Wir müssen ja Sinnneuwahlen fordern, oder? Wir werden früher oder später, wenn das nicht mehr geht, an den Punkt kommen. Jetzt wann ist früher oder wann ist später? Schauen wir uns jetzt einmal die Präsidentschaftswahl an. Ich möchte mal sehen, wie diese Richtungsentscheidung ausgeht. Schauen wir, wohin sich Österreich entwickelt. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Ja, was passiert, wenn Van der Bellen gewinnt, Ihrer Meinung nach? Wenn Van der Bellen gewinnt, dann wird es eine sehr ruhige, klassische Präsidentschaft, eine sehr europäische, eine sehr ausgleichende Präsidentschaft geben. Und dann wenn Hofer gewinnt? Dann beginnt die Machtübernahme der Freiheitlichen Partei. Ist ja vielfach angekündigt, ist ja dieser Satz, Sie werden sich noch wundern, was ich vorhabe, von Norbert Hofer. Das war sein ernstester Satz in der ganzen Präsidentschaftskampagne. Und ich will mich nicht wundern, was der Herr Strache und der Herr Hofer... Also wenn das Gefährlichste in der Republik ist, dass jemand einmal, der tausende Reden gehalten hat,
hunderte Stunden geredet hat, weil so einen langen Wahlkampf hatten wir nie, einmal so einen Satz sagt. Also das ist eine maßlose Übertreibung jetzt vom Kollegen Pilz. Aber die Frage darf ich schon stellen. Kriegen wir Neuwahlen? Nein. Wieso nicht? Was sollte besser werden? Nein, nicht, was sollte besser werden, sondern halten Sie es noch länger mit der SPÖ aus? Das ist ja eher die Frage. Also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, mit der SPÖ habe ich einen Regierungspartner. Höchstwahrscheinlich gibt es nach der nächsten Wahl... Also Sie sagen, es gibt 2017 keine Wahl? Ich gehe davon aus, dass 2017 sondern keine Nationalratswahl gibt. Ja, natürlich. Ja. Wir wählen 2018, sagen Sie. Ja, davon gehe ich aus. Und was sagt der Peter Pilz? Ich halte es für durchaus realistisch, dass die Regierung zerbricht. Die Chance wächst Tag für Tag. Es ist nur die Frage, in welche Richtung das ganze System bricht. Und da wird es eine Reihe großer politischer Entscheidungen geben und das wird nächstes oder übernächstes Jahr bei einer Nationalratswahl sein. Sie wünschen sich Van der Bellen und dann eine Regierung Kerngrüne Neos, richtig? Nein, sondern ich wünsche mir, dass es in der Wahl, so wie bei, jetzt bei der Präsidentschaftswahl, bei wohin geht Österreich, und das wird auch eine Nationalratswahl beschäftigen, da wird es eine große Richtungsentscheidung und geben. Dann Rot-Grün-Neos als Regierungsmodell? Wozu sollen wir okay, uns jetzt... Ich hätte es gerne. Nein, Herr Fellner, ich hätte es nicht gerne, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wohin diese SPÖ dorkelt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und Herr Lopatka, jetzt müssen Sie nur sagen, dass Sie Schwarz-Blau nicht gerne hätten. Dann gebe ich hier verzweifelt ans Publikum zurück. Erstens einmal, Sie haben schon richtig begonnen. Ich möchte eine Regierung, wo Schwarz vorne ist, ja? Mit einem ÖVP-Bundeskanzler nach Wolfgang Schüssel, weil ich sage, das hat Österreich an dem Standort sehr, sehr gut das getan. Das soll dann der Sebastian Kurz sein? Das soll dann ein ÖVP-Bundeskanzler sein. Ja? Ja. Und eher schwarz-blau? Oder vielleicht sogar schwarz-grün? Für mich gibt es hier keine Präferenz, aber ich schließe auf keinen Fall die FPÖ aus, mit wem wir hier eine Regierung bilden können, ein ordentliches Regierungsprogramm aufsetzen können. Mit dem bin ich dafür. Und wer ist Sonntag Präsident? Ich habe es jetzt schon fünfmal gesagt. Ja. Ich gehe davon aus, dass das Hofer ist, aber der wird ein ganz normaler Präsident sein. Wer ist Sonntag Präsident, Herr Pilz? Van der Bellen, bin mir sicher. Gut, damit bedanke ich mich bei beiden für diese spannende Diskussion. Am Sonntag wissen wir, welcher der beiden Herren recht hatte. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend, eine gute Nacht. Bedanke mich bei beiden. Danke fürs Kommen, danke fürs Zuschauen. Wiedersehen.